Es wird heute wieder das extremste Minecraft-Wettrennen, welches du dir nur vorstellen kannst, stattfinden. In dieser Welt werden über 100 Spieler 3 Stunden in eine Richtung laufen. Aber wichtig, dabei nicht zu sterben. Solltest du nur ein einziges Herz verlieren, bleibt dieses für immer weg und kann nie wieder regeneriert werden. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut auf meinen 2-Kanal vorbei, dort wird jeden Tag eine Folge CraftTech 10 hochgeladen. Und schreibt in die Kommentare, in welchen Settings wir noch Deathruns veranstalten sollen. Viel Spaß mit diesem Video. Mal wieder Zeit für einen Ultra-Ultra-Hardcore-Deathrun. Ich muss euch ehrlich gestehen, es macht immer wieder Spaß und ich habe ein bisschen Druck. Back-to-back habe ich das Ganze letzte Mal mit Stegi gemeinsam im Duo-Cup und beim vorletzten Mal eben alleine in der Höhlen-Edition gewonnen. Also es lastet schon ein gewisser Druck auf meinen Schultern, denn heute spielen wir das Ganze, wie ihr vielleicht gleich erkennen könnt, in einer ziemlich besonderen Welt. Wir spielen in einer Amplified-Welt. Falls ihr nicht wisst, was Amplified bedeutet, das ist eine ältere Map Einstellungsart. Und zwar eine zerklüftete Welt. Falls ihr mit dem Wort immer noch nichts anfangen könnt, heißt einfach nur, dass wir riesige, gigantische Berge haben, die gesamte Welt halt super besonders aussieht. Und in so einer Welt ein Wettrennen zu veranstalten, ist dann doch schon ziemlich besonders, um nicht zu sagen ultra, ultra hardcore. Um euch das Ganze so zu erklären. Ein Deathrun ist an sich einfach nur ein extremes Wettrennen, in welchem du auf keine natürliche Art und Weise oder mit irgendwelchen Items Herzen wiederherstellen kannst. Das Ganze heißt, solltest du ein einziges Mal ein Herz verlieren, ist dieses für immer weg und du wirst es nie wieder irgendwie zurückbekommen. Das bedeutet in den meisten Fällen, dass wir am Ende, und ihr seht auch schon selber oben, 3 Stunden geht das Ganze, dass es am Ende nicht so viele Spieler bis zum Ende schaffen werden. In den letzten Deathruns war es meistens so, dass um die 90% aller Spieler dann gestorben sind. Was dann natürlich auch bedeutet, man muss hier wirklich aufpassen. Man unterschätzt das ein bisschen, was Ultra-Ultra-Hardcore wirklich bedeutet. Wenn du mal da einen Fallschadenherz verlierst und da mal von einem Zombie attackt wirst, das summiert sich alles. Auf einmal stehst du dann nach einer halben Stunde nur noch mit 2 Herzen da. Und das ist natürlich das, was wir heute hier versuchen zu vermeiden. Lasst unbedingt einen Like da, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Deathruns sehen wollt. Habt auch gerne Vorschläge, was Szenarios angeht, ob man es eventuell nochmal in einer 3er-Team-Konstellation machen soll, in 4er-Team-Konstellation oder irgendwie Ideen auch für die Map, in was für Szenarien wir einfach spielen sollen. Ich denke mal, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Es macht ultra, ultra Spaß und ich freue mich sehr darüber, dass wir das so regelmäßig momentan so spielen. Und die ersten 3 Minuten laufen soweit erstmal ganz clean. Es ist am Anfang immer chaotisch. Mit der Zeit wird es dann weniger chaotisch, aber am Anfang heißt es jetzt erstmal ein bisschen klarzukommen. Es sind auch für die ersten 15 Minuten erstmal Monster deaktiviert. So lange wird auch niemand sterben. Wahrscheinlich. Also meistens gibt es in den ersten 15 Minuten noch nicht so viele Probleme. Denn ihr seht auch schon oben rechts, es leben noch 101 Spieler und wir haben 0 Tode. Insgesamt aber schon 39 verlorene Herzen. Das ist das zweite Symbol von links. Und 400 Blöcke bin ich jetzt ungefähr schon gelaufen. Oben haben wir die verstrichene Zeit. Und hier haben wir vorne Stevie, der sich nochmal ein bisschen Gravel gönnt. Wir müssen uns unbedingt um Eisen kümmern. Ein bisschen Eisen für ein Schild. Ein Wassereimer kann sehr, 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 sehr big sein. Aber auch logischerweise ein bisschen Essen. Essen werden wir nicht gebrauchen, um irgendwie zu regenerieren, aber logischerweise wollen wir auch nicht out of Sprint gehen. Wäre schon ein bisschen ärgerlich. Aber das, was wir jetzt hier vor mir, also was wir jetzt hier sehen, das ist mehr oder weniger das Thema, worum es geht. Amplified. Das große, große Problem an der Sache ist, komm mal hier, ohne viel Zeit zu verlieren, über die Blöcke. Geht schon irgendwie, aber in den meisten Fällen würdest du dann halt doch schon noch ein bisschen Schaden nehmen und das wollen wir heute auf jeden Fall vermeiden. Mein Ziel wird auf jeden Fall sein, also ich sag euch ehrlich, ich habe die letzten 2 Deathruns halt gewonnen. Ich muss auch dazu sagen, das ist halt auch ja definitiv keine Selbstverständlichkeit. Das ist halt schon ziemlich tough, so ein Deathrun zu gewinnen, gerade mit so vielen Spielern. Aber mein Ziel ist es eigentlich, einfach eine so weit, also halbwegs akzeptable Performance hinzulegen und einfach nicht früh zu sterben. Und ich möchte einfach stolz darauf sein, zu sehen, was ich hier halt so schaffe. Oh, können wir da reinspringen? Let's go! Oh mein Gott. Ja, Leute, auf geht's. Ich hätte erstmal jetzt ein paar Blöcke zurückgelegt, ja? Wir müssen aber gucken, wie wir es mit Essen machen. Wir werden jetzt da Zuckerrohr. Zuckerrohr brauchen wir aber nicht, Bro. Als ob wir jetzt Full Enchanter machen oder was, hä? Ich glaube, wir sind gerade in einem guten vorderen, aber hinteren Bereich. Wir sind so gut, so hinten, vorderes Viertel. Und es könnte sein, dass wir jetzt halt ein paar gespawnte Mobs abfangen können. Oder halt beim Dorf. Jetzt Weizen, aber ich glaube, da ist es schon zu spät, oder? Hat sich gelohnt auf jeden Fall, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Guter Start. Jetzt momentan befinde ich mich genau bei der Hälfte. Ich bin auf Platz 50. Am Anfang ist das immer so, dass solange noch das Feld relativ offen ist und alle Leute noch nicht so groß verteilt sind, dass halt, also du kannst innerhalb von 5 Minuten auch nochmal so viele Plätze gut machen. Aber das heißt ja auch nichts. Das Ganze geht eben in 3 Stunden und wir haben den allerersten
tot. Und wir sind kurz davor, die erste Tausender-Marke zu durchbrechen. Teilweise werden wir halt in der Welt auch solche Passagen haben, wie ihr es jetzt auch gerade sehen könnt. Hier wird es teilweise auch einfach mal wie so normaler Wald aussehen. Es muss ja nicht alles komplett amplified sein, aber ab und zu gibt es halt schon solche Einschränkungen. Und das Besondere an dieser Map ist, dass diese insgesamt auch 16 Chunks breit ist. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht einfach Ewigkeiten in Richtung Norden laufen und dann gucken, was dort einfach so ist, sondern du bist irgendwie ein bisschen gezwungen, eine ganz bestimmte Route einzuschlagen. Ich mache mir mal ganz kurz präventiv schon mal ein bisschen was. Ofen und auch eine Tür, denn ich würde mich ganz gerne früh schon um Eisen kümmern. Sieht aber auch noch nicht so geil aus, muss ich sagen. Und es sterben schon die ersten Leute. Also, ich hab's erwähnt. Es ist nicht zu unterschätzen, was auf jeden Fall Fallschaden angeht in einer Amplified-Welt. Ich bin selber sehr gespannt, wie oft wir die Meldung sehen werden, dass Leute an Fallschaden sterben. Ich glaube tatsächlich heute relativ häufig, denn es geht hier teilweise echt ziemlich weit nach oben. Es sind aktuell noch Monster deaktiviert, deswegen nutze ich mal die Gelegenheit hier aus und gehe mal ganz kurz in diese Höhle und erbeute mir, ich glaube, das haben sich auch viele andere schon gedacht, nochmal ein bisschen Eisen. Bro, wie sieht das hier aus? Ja, okay, ich merke wohl, ich werde professioneller Bergkletterer. Alter, ich habe meine gesamten Blöcke jetzt auf einmal verbraucht, nur um hier hochzukommen. Und deswegen haben wir uns halt dazu entschlossen, Amplify zu spielen, weil das halt total stressig werden kann. Boah, das Biom sieht so geil aus, Alter. Ey, mir gefällt die Map, Junge. Mir gefällt die Map mega, Bro, wirklich. Das ist ja abnormal geil. Oh, fuck, das ist ganz schlimm. Das Biom ist ganz schlimm. Ey, bitte keinen 49er. Danke. Bisschen Angst habe ich auch noch vor den 49ern. Ich weiß nicht, ob wir heute Fallschadentode sehen werden von Leuten in Booten, weil sie genau 49 Blöcke gefallen sind. Man darf sich da nicht zu sicher fühlen. Ich habe momentan ein bisschen Bedenken bezüglich Essen, aber habe gerade schon etwas gespottet, was mir eigentlich ganz gut helfen könnte, wenn ich dorthin komme. Also eine Angel später mal zu machen, wäre, glaube ich, auch ganz praktisch. Aber erstmal sollte ich mich hier drum kümmern. Und ihr seht es ja selber. Essen gerade, puh, es wird ein bisschen problematisch. So, wir gönnen uns mal ein Schild. Damit sind wir schon mal ein bisschen stabiler unterwegs. Ansonsten wollte ich mich auch bedanken für den immer wieder sehr, sehr geilen, auch starken Support bei den Deathrun-Videos. Es ist immer wieder nice zu sehen, dass ihr wirklich daran so gefallen findet. Es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Format. Und es ist halt immer wieder auch eine neue Situation zu sehen, wie sich hier verschiedene Spieler immer wieder anstellen. Und es ist ja auch immer wieder interessant, welcher Deathrun ist der wirklich most challenging? Also, ist es am anstrengendsten, halt 3 Stunden in einer Höhle nach geradeaus zu laufen? Ist das im Team eventuell anstrengender? Welche Voraussetzungen im End oder im Nether? Was ist am Ende das Härteste, das Schwierigste? Und hat mich selber persönlich vor die größte Herausforderung gestellt. Es ist ja auch immer wieder interessant, das selber herauszufinden. Aber momentan sieht es erstmal soweit ganz gut aus. Aber ich habe auch den ganz großen Respekt davor, dass hier noch keine Monster gespawnt sind bis jetzt. In einer Minute werden nämlich Monster spawnen können, was mir gar nicht gefällt. Denn Monster machen uns auf jeden Fall große Probleme, wenn nicht sogar gerade auch das Essen. Essen sieht gerade ultra unangenehm aus. Oh nein. 2, 1. Oh mein Gott. Und vor allem mein Essen ist jetzt, ich bin auf 3 Hungerkeulen. Oh mein Gott, das Dorf ist aber leider außerhalb von der Border. Also entweder lasse ich mir was einfallen, kann auch mal ein bisschen angeln, aber so kann ich auf jeden Fall nicht ewig langlaufen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein gutes Gefühl, also wirklich gar kein gutes Gefühl, in einen Mangrovensumpf zu fahren, der an so vielen Spots nicht gut einzusehen ist. Wahrscheinlich super viele Monster auf einen warten. Digga, okay, das ist zu, Digga, das ist viel zu krass. 2,5 Hungerkeulen, mir gefällt das gar nicht, Leute. Gar nicht. Okay, warte mal, wir müssen irgendwie eine schlaue Lösung finden. Also, dieses Dorf wurde halt sowas von komplett auseinandergenommen. Ja, ist ja so komisch, dass in der Kiste nichts mehr drin ist. Es wird auf jeden Fall schon mal Tag, was ja auch erstmal ganz gut ist. Es wird Tag, das bedeutet ein bisschen mehr Zeit. Ich nehme an, dass hier eine Border ist, oder warum stehen hier Boote? Ja. Jack, glaubt ihr, wir kriegen gleich unseren ersten Fallschaden oder so? Lol. Das ist funny. Hier haben wir auch nochmal ein Rune Portal. Guck mal hier. Oder hat das irgendwie jemand nur so random platziert? Nee, das ist schon ein Rune Portal. Einmal bitte freisprengen. Ich will den Stuff haben aus dem Rune Portal. Das ist jetzt eigentlich, das sollte es eigentlich wert sein. Maybe haben wir da ein Gold. Oh mein Gott, stellt euch vor, ein Goldapfel. Wäre ein Traum.
ein Goldblock. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, 2 Goldblöcke, toll. 3 Goldblöcke. Also, ich muss auf jeden Fall die Zeit hier gerade investieren. Ich verliere sehr, sehr, sehr viel. Ich verliere sehr viel Zeit, weil ich kein Essen habe. Und ich investiere das jetzt alles in diese eine Kiste, meine gesamte Hoffnung. Oh mein Gott, ich finde sie nicht. Wir müssen es positiv sehen. Am Ende haben wir halt viele Blöcke. Bro, ich spiele gerade das neue Archäologie-Update, ne? Bro, wie painful. Schade, ich habe die Kiste leider nicht gefunden, Bro. Es ärgert mich so krass. Uns fehlt vor allem auch ein Eisen. Und jetzt ohne Sprint einen Hasen töten. Könnte aber eventuell big sein. Wir haben super viele Blöcke jetzt dafür, aber... Bro. Aim-Training. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Es sieht wirklich nicht... so gut aus. Bro, warte mal ganz kurz. Okay, wollen wir jetzt einfach mal komplett drauf scheißen? Also, jetzt haben wir sowieso schon so viel Anschluss verloren. Also, das ist einfach ein Desert-Tempel. Da könnten wir halt auch Zombie-Fleisch. Wir könnten Knochen finden, Materialien. Wir könnten halt direkt da reingehen. Oder sie ist halt eben schon gelootet. Sie ist schon gelootet. Aber die TNT-Blöcke könnten nochmal praktisch werden. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, mit den TNT-Blöcken. Ich gehe mit dem TNT zum Portal. Weil ganz ehrlich, das ist mittlerweile so eine kleine persönliche Sache zwischen mir und dem Portal. TNT-Boost für die Berge im Ultra-Ultra-Hardcore-Projekt. Leute, was ich gerade mache, meine erste halbe Stunde besteht einfach daraus, gerade solche Faxen zu machen. Ey, die Kiste gefunden. Hast du die Kiste gefunden? Bro, weil der mich gerade trappen? Oh mein Gott. Die Kiste war die ganze Zeit hier oben und sie ist schon gelootet. Egal, Leute, was soll ich euch sagen? Niemals von sowas unterkriegen lassen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. Und werden es auf jeden Fall auch noch weit schaffen. Was ich mir jetzt erstmal gönne, was niemand anderes gemacht hat. Rüstung. 4 Armor Bars. Wir können sogar noch mehr. Der goldene Ritter ist am Start. Damit wird jeder Damage, den wir so jetzt bekommen werden, wird dadurch erstmal noch angenehm reduziert. Wir haben super viele Blöcke durch das TNT. Also ich würde sagen, es hätte besser laufen können. Es hätte definitiv halt mehr Stuff geben können. Wir haben super viele Plätze verloren. Wir sind ungefähr 25 Plätze nach hinten geflogen. Aber wir haben auch noch 2,5 Stunden vor uns. Das bedeutet, wir haben jetzt Rüstung, wir haben TNT, wir haben eine Menge Blöcke. Das heißt, es sieht erstmal angenehm aus. Es sind aber auch mittlerweile nach 30 Minuten fast 30 Spieler gestorben. Oh mein Gott, Strings, 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 Strings. Das war knapp. Wir haben 2 Strings, wir können uns einen Rod machen. Oh mein Gott, Bro. Und es wird jetzt eh Nacht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, damit ich keine Herzen der Nacht verliere, die Zeit damit verbringen zu angeln. Fragezeichen. Ich glaube, das wird eigentlich ganz schlau sein. Ich glaube, das machen wir. Ich meine, man muss seine Prioritäten setzen. Ohne Essen geht es hier nicht voran. Es sind nicht ohne Grund schon 30 Leute gestorben. Es passt so oder so ganz gut in die Zeit, dass wir jetzt halt auch gerade Nacht haben. Juhu, auf geht's. Unser erster Fisch. Oh, wie schwach. Oh nein. Oh, das Skelett ist toxic. Oh mein Gott. Das war ein 49er, oder? Nein! Digga, das war einfach. Diese eine Höhe, wo du mit Boot stirbst. Ich glaub's nicht. Nein! Oh, wichtiger. Okay. Ey, wir haben aber krass aufgeholt. Wir haben krass aufgeholt. Wir sind Zweiter jetzt. Jetzt nur noch Lofons und Ocean. Was geht denn hier ab? Ich muss jetzt ehrlich mal sagen. Also ja, ich bin jetzt gerade der Chiller, der hier so ein bisschen angelt in der Nacht und ein bisschen Angst hat vor Monstern. Aber ich muss auch gerade Essen holen. Und das bietet sich halt eben am besten jetzt gerade in der Nacht an. Alter, es sterben so viele Leute. Es sind einfach fast 40 Spieler gestorben in nicht einmal 40 Minuten. Aber auch was für Tode. Drowns mit Tridents, Skelette, Fallschaden, alles ist irgendwie dabei. Leute, was ist los? Heftig, also ernsthaft. So, das soll jetzt auch erstmal reichen. Es wird jetzt nämlich auch langsam Tag. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich weiß, ein Deathrun funktioniert nicht so, dass man in die, also in Gegensatzrichtung läuft. Aber... ja, damit haben wir auch nochmal potenziell mehr Angeln. I like that. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall keinerlei Probleme haben. Bro, warte mal. Läuft da gerade ein Full Iron? Bro, du hast Full Eisen? Not bad. Bro, ich wäre hier gerade fast einfach runtergelaufen, ne? Alright, jetzt erstmal ein bisschen auf dem Wasser. Guck mal, wie man bounced. Aber jetzt erstmal ganz kurz auf dem Wasser wieder ein bisschen Blöcke gut machen. Wenn halt teilweise Ozeanstellen kommen, unfassbar gut. Aber dass wir jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde hier dabei sind, die Zeit verfliegt so heftig schnell.
Nur leider war das halt ein etwas kürzerer Ocean. 716 Herzen, auch insgesamt schon verloren gegangen. Ist auch immer ein Wert, der relativ wenig, also den kannst du nicht richtig greifen, aber wenn man sich das dann wieder vorstellt, auf 100 Spieler, heißt das halt im Durchschnitt, dass halt im Durchschnitt jeder Spieler 7 Herzen verloren hat. Wir sind jetzt mittlerweile auch wieder in der Nähe der 30er-Bereiche. 5000er Blockmarke ist durchbrochen. Bezweifle sehr, dass hier noch nicht jemand gelootet hat. Oh, ein Emerald kann man mal mitnehmen. Why not? Beim Angeln auch noch Kelp durchbraten. Ist eigentlich eine gute Idee. Machen wir mal. Finley, mein Bester, lass uns mal einen kleinen Angelkurs machen. Coole Hose aber. Also, das ist jetzt hier auch kein öffentliches Angelding, ne? Also, es muss ja auch angemeldet sein mit Angelschein und so. Das kann sich jetzt auch nicht jeder hier hinstellen und einfach angeln. Wir sind hier verpflichtet für ein extremes Wettrennen. Die Leute wollen was sehen. Weh, jetzt geht einer von euch in meinen Ofen, ne? Das dürft ihr nicht. Das ist gegen die Regeln und es wird bestraft. Und wir sind bei 50 gestorbenen Spielern. Das nach nicht einmal einer einzigen Stunde. Ja, wir haben gut Sandstein und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt haben wir natürlich, es tut schon ganz gut, ein bisschen gestackt, das Essen zu haben. So ungefähr, ja, ungefähr 10. Okay, da, ich sehe nur Tridents wieder. Das sind zwei. Zwei Drowns mit Trident. Warum schwimmst du so zickzack? Digga. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Die 10 Herzen sind nicht nur deswegen da, weil ich die ganze Zeit nur am Angeln bin und chille. Weil man auch teilweise in manchen Situationen gut reagieren muss. So, die erste Stunde ist rum. Zweite Nacht haben wir soweit auch überstanden. Sind momentan immer noch glücklicherweise bei 10 Herzen. Ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Aber ich denke, wir werden bestimmt noch ein Herz verlieren. Kurz Pullerpause oder was? Yeah! Ja, lass mich raten. Das erste Herz verliere ich durch einen Blitz, der auf mich einschlägt. Oh nein. Es ist ein Gewitter. Es ist zwar Tag, das heißt aber auch zeitgleich, dass jetzt Monster spawnen können, weil es gewittert. Alright, das ist schon mal gut, wenn wir jetzt erstmal während es gewittert Zeit auf einem Ozean gut machen können. Denn hier werden uns auf jeden Fall die Skelette, Creeper, Zombies, die jetzt normalerweise spawnen würden, weil sie gewittert, erstmal nicht unbedingt nerven können. Aber wir müssen unbedingt jetzt erstmal Blöcke weitermachen. Ihr seht es ja selber. Ihr seht im Scoreboard, wir sind auf 25 bei 7-2, 7-3 und teilweise sind da schon die Sphären in Richtung Fünfstelligkeit durchbrochen. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Wir können nur hoffen, dass innerhalb der nächsten 2 Stunden die großen, großen Schritte nach vorne auch noch weiter gelingen. 61. Also wirklich, es sind nur noch 40 Spieler am Leben. Ich finde, by the way, mein Goldstyle heute echt schön, ne? Komplementärfarbe. Und wir sind auch kurz vor der 10.000er-Marke. Holen gerade gut Blöcke auf, muss ich auch sagen. Weil das jetzt auch halt gerade eine ewig lange Ozeanpassage ist, die aber auch gerade gut tut. Die Ozeanpassage, die nehme ich gerne mit. Alright, 10.000er-Marke ist durchbrochen. Stück für Stück weiter. Immer weiter. Wenn ich Tab drücke, ihr seht selber, wie die Herzenverteilung momentan aussieht. Einige Spieler haben noch 10 Herzen, unter anderem ich auch noch. Wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Aber mit 10 Herzen kann ich mir am Ende auch nichts holen, wenn ich am Ende auf Platz 23 bin. Logischerweise werden bis die nächsten 110 Minuten vorbei sind, werden auf jeden Fall noch ein paar Spieler sterben, aber jetzt nur auf viele Herzen zu spielen, das kann ja nicht alles sein. Wir müssen die Balance halten zwischen wenig Herzen verlieren, am besten gar keine, und eben trotzdem eine weite, weite Distanz zurücklegen. Der Ozean, der pusht auf jeden Fall gerade gut rein. Das ist echt gut. Mann, ich habe keinen Bock mehr, dass es regnet. In 4, 3, 2, 1, Regen vorbei. Hätte ja klappen können. Ich will, dass es Tag ist und nicht regnet. Und ich einfach in Ruhe, ohne Bedenken, ohne Angst vor Monstern zu haben, hier langlaufen kann. Alright. Der Regen ist schon mal vorbei. Digga. Ehrlich? Phantome? Mein... Bro, mein erster Damage kommt von euch. Neun Herzen. Mann, ich blocke doch sogar. Oh mein Gott, wie unnötig. Ja, ich brauche ein Bett, dann können die mir nichts mehr. Bro, ich hab 3 Herzen an den Phantom verloren. Weil ich so eklige Hits bekomme. Bro, ich könnte heulen. Egal, schön ruhig bleiben. Es nützt dir am Ende alles nichts. Er verbrennt.
Es hat lange gedauert, bis wir das erste Mal Schaden bekommen haben. Ich kann ja insofern auch zufrieden sein. Wir hätten auch schon längst vorher dick Damage bekommen können. Hätten wir beispielsweise von dem Drowned halt ein paar Tridents abbekommen, wie auch immer. Mich hat es jetzt einfach nur geärgert, wie ich das am Ende ausgespielt habe. Rein theoretisch hätte ich auch auf Nummer sicher spielen können und einfach einbauen. Aber ich wollte ehrlich gesagt einfach den aktiven Kampf und habe gedacht, wenn ich immer ein bisschen abtauche, ich gegenblocke. Aber teilweise waren einfach die Blocks halt fehlplatziert. Ich habe halt einfach falsche Ausrichtung gehabt. Aber ja, da vorne seht ihr selber. Das hier wird erstmal das Problem insofern beheben. Wir machen uns eine Schere, machen uns ein Bett und dann haben wir auch keine Probleme mehr mit Phantomen. Okay, hier wäre auch wieder ein Dorf. Dörfer ist halt mehr oder weniger der große Jackpot. Wenn du vorne dabei bist und schnell ein Dorf gelootet bekommst und dir alle Weizenblöcke reinziehen kannst, dann hast du eigentlich gar kein Problem mehr. Wir sind ja immer noch so auf einem halben Essensgrind. Ich muss ein bisschen gucken, wie wir noch ein bisschen Fleisch, Fisch und so zusammenbekommen. Aber das große Problem hast du halt hier nicht. Ich hätte sogar noch zwei Emeralds. Ja, eine Katze hätte ich gebraucht. Die hätte auf jeden Fall mir die Phantome gerade von mir... Ah, ich ärgere mich, Leute. Ich denke mal, viele von euch verstehen das. Ich ärgere mich darüber, wie ich das gespielt habe, weil ich kann das halt besser. So, sei du mal... Bro, das ist jetzt auch Premiere. In einem Deathrun traden. Bro, bitte gib mir den richtigen Trade. Ich werde von allen überholt. Danke. Alright, 12 Brote. Ich glaube, dass sich der kurze Zwischenstopp auf jeden Fall gelohnt hat. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, auf jeden Fall die Emeralds mitzunehmen. Wie viele Leute hier auf einem Spot sind, ne? Fahren wir mal nicht hinten rein. Man darf auch nicht rechts überholen, ne? Guck mal, ich kann ihn hier abschneiden. Da rechts ist die Border. Junge, er will Windschatten nehmen. Ja, gut, es wird ein bisschen kalt. Aber zum Glück sind wir warm angezogen in Gold. Und wir nähern uns auf jeden Fall der Top 10. Oh mein Gott! Achtet auf die Blöcke, die ich jetzt gut mache. Iglo, ja, müssen wir dran vorbei. Müssen jetzt aber aufpassen. Ich glaube, jetzt hier rechts kommt die Border. Da seht ihr schon, wenn da also Boote stehen. Eindeutiges Zeichen dafür, dass hier eine Border ist. Junge, warte mal, was? An einem Warden? Alright, Leute, ihr wisst schon, auf entspannt im Deep Dark chillen. Und Ange auch. Und wir sind unter den letzten 30 Spielern. Und zusätzlich auch nochmal auf Platz 12. So, kurz ein bisschen Parcours, egal ob Wasser, Höhe oder was auch immer. Full Fokus. Auch wenn Phantome kommen. Aua. Au. Platz 1 ist gestorben. Und damit kann sich alles so schnell verändern. So, jetzt nochmal den Ozean durchballern. Come on, Tempo machen. 200 Blöcke auf Platz 9. Ich will in die Einstelligkeit. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt unter dem YouTube-Video. Wir sind gerade nebenbei, wenn ich mich ein bisschen auf das Laufen konzentriere. Beziehungsweise Boot fahren. Was man alles noch für Deathruns machen kann. Ihr könnt es, wie gesagt, auch gerne unter diesem Video hier in die Kommentare schreiben. Ich will auf jeden Fall mal, also eigentlich nochmal in einem Dreier-Team in drei verschiedene Richtungen laufen. Oder irgendwie gesplittete Hotbar und so. Ultra geile Sachen, glaube ich. Aber auch, beispielsweise, man kann unter Wasser ohne Probleme atmen. Dann halt auch nur unter Wasser fortbewegen. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er mich jetzt immer noch verfolgt, ne? Oh mein Gott! Was ein traumfreie Fahrt! Junge! Und auf die 8. 26.000 Blöcke. Bro, was haben wir gerade aufgeholt? Ozean, come on, jetzt zieh! 900 Blöcke bis auf Platz 7. Ich habe hier noch so ein bisschen was vor. Iggy, 4,5 Blöcke. Iggy, willst du nicht mal ein MLG hitten, mal so ein bisschen coole Plays machen? Was haben wir denn ansonsten noch so am Start? Wir sind bei 7 Herzen. Es gibt noch zwei Spiele mit 8, schon stark. Veto hat 7, der Gardinenflicker auch. Aber ansonsten, wir haben 1, 2, 3 halbe Herzen, 2, 1 Herz, 1,5 Herzen, 2 Herzen, 3 Herzen. Oh mein Gott. Bro, ist nicht passiert. Alright, wir haben auch nochmal 4,5 Herzen. Vorhin, ich war nicht einmal im Boot. Ich war nicht im Boot. Und auf mich haben 2 geworfen und ich habe den Schaden nicht bekommen. Ich hab mich jetzt gerade ehrlich sicher gefühlt. Bro, aber dass er da nochmal so einen Sniper-Wurf... Dass er den nochmal so platziert. Okay, jetzt ist eh alles egal. 55 Minuten einfach gucken, dass wir alles hinbekommen. Wir bleiben 30.000 wird auch bald durchbrochen. Also insgesamt holen wir schon gut auf, was vorne angeht. Na klar, das sind jetzt auf Platz 2 roundabout nicht mal mehr 3.000 Blöcke. Ist ja geil. Aber Veto ist da auf jeden Fall echt gut vorne dabei. Der macht es richtig stark. Veto auch sehr erfahrener Deathrun-Spieler. Ja, mehr als das hier kann ich gerade nicht machen. Und auf jeden Fall nicht nochmal einen Dreizack abkassieren. Come on, hier passe ich durch. Guck mal, ohne an... Leicht geschliffen, leicht. 30.000 Blöcke sind durchbrochen und wir sind mittlerweile auch auf Platz Nummer 7. 2.000 Blöcke bis in die Top 5, beziehungsweise eigentlich 2.000 Blöcke bis zur Top 5 und 3.000 bis in die Top 3. Das ist alles nicht so viel. Einfach selber im besten Fall keine Fehler machen.
Also was ich auf jeden Fall bei diesem Deathrun festhalten muss, TNT aus der Pyramide. Geil. Wirklich. Ich muss kein Eisen ausgeben für Scheren und dann mit Blättern irgendwie was machen, sondern einfach Dirt in den Boden. Bumm. Erledigt. Oh, ich habe jetzt halt wirklich, ich habe ein halbes Herz verloren, weil ich zu nah am TNT stand. Oder habe ich die Situation gerade falsch interpretiert? Ich glaube, ich habe ein halbes Herz wegen des TNTs verloren oder habe ich gerade... Naja, es sieht am Ende jetzt wenigstens cleaner aus. So. Punktlandung! Weiter, weiter, weiter! Die letzte halbe Stunde läuft. Motivation ist muy grande. Wir haben eine Mission. Wir wollen auf jeden Fall mindestens in die Top 5 noch. In die Top 5 müssen wir kommen. Und ihr seht ja selber, da sind noch echt ein paar Leute. Weil ich glaube auch, also das ist halt wirklich strong. Die Leute, die alle noch vor mir sind, haben auch echt viele Herzen. Wobei, Leo hat ein Herz. Leo hat ein Herz und einen Traum. Leo, lass ihn dir nicht ausreden. Kämpf bis zum Schluss! Oh Gott, ich schwöre. Digga, das war ein anderer Leo. Gut, wir sind in der Top 5. Auf in die Top 3. Ich habe da was vor. Ich habe eine Sache vor Augen. Das sind, Leute, ihr seht es selber. Es sind keine 1000 Blöcke. Platz 1 und Platz 2 sieht echt weit entfernt aus. Beide aber auf 5 Herzen. Veto und Shisui. Leo. Wir haben unseren Gegner gefunden. Na, dreh dich doch mal um. Guck mir in die Augen, Leo. Wie viele Herzen hast du denn? Yo! Und vorbeigezogen! Junge, das ist so ein Kopf an Kopf gerade. Ja, Leo, wenn, stellen wir beide hier. Raus ist mein... was? Hä, woran ist der... Also, war das ein 49er? Wenn, sterben wir beide? Hä, was war das denn? Ist der ausgestiegen? Bro, was ist da gerade passiert? Ich muss weiterlaufen. Hast du ihn gekillt? Nein, wir haben PvP aus. Ich habe ihn nicht geschlagen. Er ist ein Block mehr gefallen, aber wie? Wir waren doch im selben Boot. Du bist von 50 gefallen und er ist eingestiegen, als du schon einen Block gefallen bist. Oh mein Gott. Ist er ausgestiegen? Also entweder ist er ausgestiegen oder er ist in der Luft eingestiegen, während das Boot einen Block niedriger war. Ich bin 50 Blöcke vielleicht geflogen und er 49. Oder er ist in der Luft, eingestiegen, ne? Also erstens, dass ich halt, also dann war ich ja auch ein Block entfernt von einem 49er. Er ist gestorben, weil er auf dem Boot stand und du das abgebaut hast und dann hat er Fallschirm bekommen. Bro, es war mal so eine komische Buggy-Situation. Ich will jetzt nicht dastehen, als ob ich der, ich bin jetzt der Böse, ne? Ich bin jetzt der Böse. Bro, was ich machen wollte, ist einfach nur, wir sind beide gelandet. Weil obvious ist das Boot ja auf dem Boden. Ich will es abbauen. Keine Ahnung, warum er dann gestorben ist. Also, ihr checkt, was ich meine. Ich wollte es ja einfach nur... Doch, du hast dich getötet. Nein. Die armen Shanky-Subs. Aber ich kann ehrlich gestehen, ich bin soweit mit dieser Performance echt zufrieden, dass wir halt wieder mal in einem 100-Mann-Deathrun auf jeden Fall... wieder wirklich eine super Performance abliefern. Nachdem wir jetzt halt back-to-back die letzten beiden gewonnen haben, ist es auch okay, dass ich nicht gewonnen habe heute. Wer weiß, was noch passiert. Wer weiß, was noch passiert. Ich denke, die 40.000er-Marke zu durchbrechen, wäre echt sehr cool. Und das Ganze in der Amplified-Welt, es war wirklich an so vielen Passagen echt ein... Das war halt wirklich tough, aber haben wir soweit hinbekommen. Töte die drei auch vor dir, Bro. Boah, aber unangenehmes Biom. Jetzt ein unangenehmes Biom. Bro, 10 Minuten für 100 Blöcke. Und das in diesem Biom. Das ist halt auch wirklich das, was man sich vorgestellt hat. Das ist das Finale. Das Amplified Death Run Ultra, Ultra Hardcore Finale. Bin extra heute früher live gegangen. Unnötig. Da ist er. Bro, ich habe nur noch Augen auf den Gegner. Ich kann ihn nicht töten mit meinem Boot und ich würde es auch nicht tun. Es tut mir immer noch leid um Leo. Verfolgungsjagd. Come on, let's go! 8 Minuten! Bro, aber Iggy ist auch uns auf den Fersen, ne? Wir sind in der Top 3, aber er fällt gerade mit dem Boot an mir vorbei. Spürst du meinen Atem? Bro, ich sag euch ehrlich, eine Enderperle wäre jetzt halt ehrlich krass, ne? Zum Schluss, für den Schlusssprint. Er ist gestorben. Wir sind auf der 3. GG, das war aber auch ein so unfassbares, episches Battle. Unfassbar. Ich bin, also damit bin ich so krass zufrieden. Damit bin ich definitiv richtig zufrieden. Es sind wieder 90% der Spieler gestorben. Die letzten anderthalb Minuten, die letzten 100 Sekunden ticken. Also Amplified Welt, muss ich ehrlich sagen. Es war ein geiler Death Run, aber auch sehr, sehr anstrengend. Ich bin insgesamt mit der Performance super, super, super zufrieden. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen, dass ich aus den letzten 3 Deathruns einmal Dritter, zweimal Erster wurde. Das macht mich auf jeden Fall echt stolz. Ich glaube, das ist eine super gute Performance. Die letzten 10 Sekunden, meine Damen und Herren. Der nächste Deathrun, Amplified Welt, ist damit beendet. Absolut nice. GG. 90% aller Spieler wieder gestorben. Super viele Spieler gestorben insgesamt. Ein absolut geiles Tournament. Veto richtig stark. 47.000. Shisui fast auf 44. Wir sind auf 42 gekommen. GG.